Grüß Gott, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt und ich spreche über die Chassaignac-Verletzung. Die was, werden Sie sich fragen? Die Chassaignac-Verletzung ist eine ganz spezielle Verletzung, die es nur im Kleinkindalter gibt. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kind an der Hand und Sie spielen das Engele-Engele-Flieg-Spiel. Und auf einmal schreit Ihr Kind auf, wie wenn es Schmerzen hat. Es bewegt den Arm nicht mehr und Sie sind ziemlich verzweifelt. Sie vermuten eine Verletzung, einen Bruch im Bereich des Handgelenkes. Sie suchen Hilfe auf, am besten in einer Kinderklinik oder bei einem Kinderarzt. Und der hört sich genau an, wie die Verletzung passiert ist, weiß sofort, was vorliegt, und zwar eine Teilausrenkung des Speichenköpfchens im Ellenbogengelenk. Das renkt ein bisschen aus und klemmt dann ein, sodass das Kind nicht mehr den Arm beugen kann. Mit einer ganz speziellen Bewegung, in einer ganz speziellen Reposition wird das wieder eingerenkt und danach ist alles wieder in bester Ordnung. Wenn ich das mache, bekommt das Kind ein Gummibärchen anschließend in die Hände, in die Finger und das muss es dann in den Mund führen, dieses Gummibärchen. Wenn es das kann, dann ist alles klar, dann ist bewiesen, dass die Verletzung wieder verschwunden ist. Es ist wichtig, dass Sie wissen, dass diese Chassaignac-Verletzung eben nur bei kleinen Kindern vorkommt. Sie sollten nicht in eine ganz normale Ambulanz gehen oder zu einem x-beliebigen Arzt, der, wenn er sich mit Kindern nicht auskennt, schlimme Verletzungen vermutet, Röntgenbilder veranlasst, Gipsverbände anlegt, alles Dinge, die nichts bringen. Man sieht auf dem Röntgenbild diese Verletzung in der Regel nicht. Ein Gipsverband macht die Sache einfach nur schlimmer. Deshalb der Tipp, wenn so etwas auftritt, daran denken, ach, ich habe es ja schon mal gehört, das ist die Chassaignac-Verletzung. Das müssen Sie sich nicht merken, aber wenn Sie sich merken, eben was Spezielles am Ellbogengelenk, was man einrenken kann, dann werden Sie automatisch das Richtige tun. Dieses Bild. Es zeigt den Handrücken eines Kleinkindes. Die Mutter hat mir dieses Kind vorgestellt, weil sie wissen wollte, ob es vielleicht Neurodermitis hat. Es war in diesem Zusammenhang interessant zu sehen, dass nur an dieser Stelle dieser Hautausschlag zu sehen war, sonst nirgends. Und deshalb ist diese Verletzung nicht so gut bekannt. Die Eltern, die sie aber zum ersten Mal bei ihrem Kind erlebt haben, können ein Lied davon singen, wie viele Sorgen und Umstände sie auslösen kann. Nächtliches Einnässen sprechen, und zwar so, wie ich es in meiner Sprechstunde erlebe. Am häufigsten kommt die primäre Form des Einnässens vor. Das heißt, das Kind war noch nie länger als 6 Monate am Stück trocken.